Und ohne hier irgendwelche Umschweife begrüße ich euch hiermit recht herzlich zum Angezockt von Depths of Limbo. Das Ganze ist ein neuer Twin-Stick-Shooter, der allerdings noch nicht fertig ist. Als ich das letzte Mal reingeguckt habe, gab es schon ein bisschen was Neues. Aber als ich hier das Ding gekauft habe, gab es nur diese drei Herren hier. Ich werde mich für den Trunk entscheiden. Er sieht nicht so cool aus, aber hat ein Leben mehr. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ihr seht, das hier ist die Standardwaffe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das damals schon seine Standardwaffe war. Und ja, dass man die Dinger hier kaputt schießen kann, ist auch mir neu. Ich finde es aber cool. Es hat so ein bisschen was von Isaac und Enter the Gungeon, welche ich beide ja auch sehr, sehr gerne gespielt habe und immer noch spiele. Okay, ich muss den Bienenstock irgendwie kaputt kriegen. Ammo, also Bullets. Oh, da gibt's ein Red Potion. Dazu muss ich aber erstmal kommen, das einzusammeln. Ich hasse Gegner, die andere Gegner spawnen. Ja, wie ihr seht, klassischer Twin-Stick-Shooter, wie man so schön sagt, ist auch Roguelike, wie man das von Isaac und anderen kennt. Ich ziehe jetzt Isaac mal als Referenz, weil das gerade auf meinem Kanal läuft. Aber wie gesagt, das Ding hier ist noch Entwicklung, kostet auf Steam ein bisschen was. Massaker. Ja, ob es euch das wert ist, das müsst ihr natürlich immer selber entscheiden. Mir war es das wert, weil es kostet echt nicht viel. Vielleicht ein paar, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. So, jetzt haben wir eine Raygun. Die ersetzt unsere Standardwaffe, aber wir können auch zurückwechseln. Sunglasses, Damage plus 15, das finde ich gut. Und hier ist sogar noch eine Rifle, die wir mitnehmen können. Jetzt die Besonderheit, sobald wir zwei Waffen tragen... Okay, wir können nur eins haben. Ich weiß gerade nicht. Ah, auf Spacebar aktiviert man das. Die Potions sind ein bisschen was wie bei Isaac, die... Achso, ich kann die Dinger auch einfach wieder ablegen. So ein bisschen was wie bei Isaac, die Pillen. Und dass es hier so Kisten gibt, ist auch neu. Und das eben war übrigens sowas wie ein Item Room. Ja, Räume, in denen Items lagern. Ja, ist halt so. So, und wow. Das hier machen wir. Wir haben jetzt ein Opfer gebracht und kriegen jetzt die Nadel, haben damit ein Item. Und was ich hier schön finde, was ja bei Isaac leider nicht so der Fall ist, dass hier immer standardmäßig oben die Items eingeblendet sind, die man gerade bei sich trägt. Ich muss mal das Potion. Hat das gerade Mass Damage gemacht? Das sah gerade ein bisschen so danach aus. Ich habe gerade so leichte Sorgen. Ja, da oben ist noch eins. Komm her, du bist Fee. Okay, die Rifle hat jetzt nicht so hohe Reichweite. Das eine ist die Boss-Tür. Wir sind für einen Boss natürlich super ausgestattet mit kaum Leben. So, aber die Krügel sollte man immer kaputt machen, weil ihr habt ja schon gesehen, dass da Gold drin sein kann. Es können aber auch mehr als ein Item Room pro Ebene auftauchen. Also lohnt es sich immer eigentlich, die komplette Ebene abzusuchen. Und wie ihr oben links sehen könnt, sind meine Bullets gerade etwas niedrig. Außerdem habe ich ein bisschen auf den Shop gehofft. Das übersehen. So. Oh Gott, eine große Spinne. Ich hasse Spinnen. In Isaac und auch überall sonst. So, und jetzt seht ihr, sind meine Bullets leer und ich bin tot. Ja, so schnell kann es hier gehen. Machen wir mal ein Continue. Probieren wir mal einen anderen Charakter. Hier, der hat eine höhere Feuerrate. Vielleicht komme ich hier mit dem besser klar. Ja. Ist das eine andere Standardwaffe oder ist es die gleiche? Bin mir gerade nicht sicher. So rein vom Rückstoß her finde ich fast, dass es eine andere ist. Was? 15 Gold können wir da reinwerfen. Wir haben aber nur 14 Gold. So, wir nehmen uns erstmal die Bullets. Wir kriegen ja, denke ich mal, hier irgendwo noch ein bisschen. Oh Gott.
Ich weiß nicht, was aus so einem Wunschboden rauskommen kann. Den habe ich nämlich noch nie benutzt. Weil den gab es beim letzten Mal einfach noch nicht. Es kommen hier ständig neue Updates. Also ihr solltet, wenn ihr euch das Spiel kauft... okay, das scheint echt zu sein. The Machine Gun. Aber ich bleibe erstmal auf der Standardwaffe, damit ich nicht wieder Bullets ohne Ende verballer. Solltet ihr öfter mal in die Update-News reingucken. Weil wie gesagt, das Spiel hier wird ständig erweitert. Und das finde ich ist sowas, was diesen Titel hier eigentlich ganz cool macht. Dass man jetzt gerade noch recht wenig hat. Aber jedes Mal, wenn man im Prinzip reinguckt, gibt's mehr. Und wenn ihr die Entwickler da unterstützt, indem ihr das Spiel kauft, oder ihr könnt ja auch über das Steam Sharing, so machen Zero und ich das ja gerne mal, einfach einer kauft sich's und der andere kauft dann beim nächsten Mal was und ja, man kann halt nicht zeitgleich spielen dann. Aber das müsst ihr wissen, aber ich denke, die Entwickler würden sich unheimlich freuen, wenn... Wow, ich habe extra drauf geschossen, weil ich dachte, wie bei Enter the Gungeon, dass die Kiste dann erstmal anfängt zu helfen. Erstmal den Kampf beginnt, nicht zu helfen, wenn man schon einmal drauf geschossen hat. Aber jetzt können wir den Wunschbrunnen ausprobieren. Oh, cool. Speed Boost. Mach ich nochmal, guck. Nix, 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 ne. Komm, mehr Geld will ich ja nicht reinschmeißen. Ach, hier ist noch einer für 30. Komm, machen wir. Ah, komm, Herz raus. Das werden wir bestimmt nach dem Boss gut gebrauchen können. Die Rifle hole ich mir erst, wenn es soweit ist, weil hier gibt es erstmal noch ein Item. Plus ein Health, aber minus 20% Damage. Ja, so minus Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Deal war. So, da ist auf jeden Fall der Bossraum. Aber vorher, oh Gott, da sind wieder diese Mistviecher. Heißt das hier jetzt wieder irgendwo ein Nest oder sind die bloß standardmäßig hier? Ich will hoffen, die sind nur standardmäßig da. Und diese, also wie ihr vielleicht feststellt, spiele ich das Ganze mit Tastatur und Maus. Das ist allerdings auch über den Controller spielbar. Also das muss jeder selber wissen, wie ihm am besten gefällt. Aber ich kann sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Mal wieder ein Schmuckstück unter den Twin-Stick-Shootern. So, ich habe noch nie die Machine Gun probiert. Obwohl es sie schon seit Anfang gibt. Aber ich habe mir von Zero sagen lassen, die ist relativ doof. Die ist gar nicht doof. Ich finde die klasse. Schaden könnte halt ein bisschen höher sein, aber ich meine. Oh. Ja, gut. Kacke, beide Waffen verbrauchen Bullets. Dementsprechend habe ich jetzt mit der Machine Gun unsere komplette Munition leer geballert. Das ist nämlich noch sowas. Man hat nicht eine Waffe, die Munition hat, sondern man hat Munitionstypen. Also drei Munitionstypen. Energiewaffen, Bullets und noch irgendwas. Das mittlere da oben. Ich glaube, es waren Hülsen oder sowas. Und ja, je nachdem mit was für einer Waffe ihr schießt, verbraucht ihr etwas anderes. Abgesehen die Standardwaffe, die verbraucht gar nichts. Das heißt, wenn ihr zwei Waffen habt, wie ich jetzt, die beide Bullets verballern und eure Waffe ist leer, dann könnt ihr beide Waffen nicht mehr verwenden, weil beide die gleiche Munition benötigen. Und irgendwo ist das auch logisch, weil... Wenn zwei Waffen nun mal die gleiche Munition haben, dann ergibt das für mich nun mal keinen Sinn, dass man nicht dazwischenzeitlich mal hin und her wechseln darf. Und ich finde diesen Bosskampf gerade mit dem wenigen Schaden und ohne Munition sehr, sehr doof. Da hätte ich mir vielleicht doch lieber eine Energiewaffe oder sowas gewünscht. Dieser Schneckenkönig hier mit all seinen Mini-Schnecken. Oh Gott, ja. Der ist gefährlich. Einfach bloß wegen seinem hohen Sporn und unserem niedrigen Schaden. Also, es ist kein einfaches Spiel. Wer einfache Spiele sucht, der soll hier irgendwelche Reit- und Pony-Spiele spielen. Okay, aber alle Monster sterben, wenn er besiegt wird.
Das ist schon mal eine Info, die ich wichtig finde. So. Ich nehme die Machine Gun mal mit auf die nächste Ebene. Teleport. Ja, ist mir eigentlich relativ wurscht. Nach alter Isaac-Manier ist es allerdings auch hier so, dass immer zwei Gebiete, also zwei Ebenen zu einem Gebiet zählen. Also jetzt sind wir immer noch im Wald. Wenn wir hier allerdings aufhören, obwohl, wartet mal. Ich werfe mal das Ding ab, die Rifle, weil die bringt uns nichts und solange wir keine Munition haben, bringt die uns noch weniger. Und ich finde die Machine Gun ehrlich gesagt ein bisschen cooler. Auch wenn sie halt ganz, ganz schnell unsere ganze Munition verballert. Das hier ist übrigens... Okay. Energy gewesen. Das ist ja noch eine. Ich will keine Rifle. Also so sieht das aus, wenn man Energy aufsammelt. Da ist dann einfach so eine Batterie, die man praktisch aussaugt. Man hat aber, glaube ich, ein Maximum an Munition von 999. Also ihr könnt nicht mehr als 999 Kugeln so gesehen haben, auch wenn es beim Strom natürlich keine Kugeln sind, aber ihr wisst, was ich meine. Geht halt nicht. Aber wie ihr seht, da muss man erstmal hinkommen. Und es geht hier sehr, sehr fix, dass man von irgendwas getroffen wird. Ihr seht es ja selber, ich nehme hier Schaden ohne Ende. Ja, und das Potion zu aktivieren war auch nicht gerade clever. Sehr schön. Dann probieren wir jetzt aber nochmal den letzten Charakter aus, das Rentier. Das ist ein bisschen schneller. Ich glaube, Zero schwört sogar auf dieses Rentier. Die neuen Charaktere habe ich natürlich noch nicht freigeschaltet. Weil ich muss zugeben, dass ich dieses Spiel persönlich noch nicht gespielt habe, obwohl ich es schon seit einer ganzen Weile gekauft habe. Weil ich einfach erstmal nicht dazu gekommen bin und nur wenn Zero so nebenbei ein bisschen zugeschaut habe. Was allerdings aufgrund seines Uploads vom Internet her nicht so gut war, weil das war mehr Standbild. Es ist doch schön, das Ganze hier dann mal flüssig zu sehen, finde ich persönlich. Und ich liebe ja so Twin-Stick-Shooter. Ja, wirklich, ich bin ein riesen Twin-Stick-Shooter-Fan. Oh, da gab es jetzt Bullets für uns. Die Electric Gun. Ich bleibe aber erstmal auf der normalen Gun. Weil ich habe schon gehört, dass die Electric-Sachen nicht so geil sind. Sie sind zwar besser als die Standard-Sachen, aber im Großen und Ganzen nicht so toll. Daher macht es keinen Sinn, wenn ich die jetzt hier für die normalen Gegner erstmal benutze. Und dann vielleicht schon meine ganze Energie leer baller. Nee. Okay, da unten liegt wieder was. Da benutze ich mal unser Item. Das hat uns geheilt. Sehr schön. Und ich renne wieder in so ein Mistvieh rein. So, da ist Boss. Ich will aber noch nicht Boss. Ich will erstmal ein gutes Item kriegen und hier das Herz. Habe ich eigentlich hier Geld reingeworfen? Ich glaube ja. Ach stimmt, da habe ich ja Munition rausbekommen. Ein Heiligenschein, Holy Protection. Das ist im Übrigen eines der besten Items hier. Jetzt haben wir eine Shotgun, die schießt übrigens mit den Shells. Also, ups, jetzt habe ich die Electric Gun verballert. Oder ne? Ich glaube, ich habe die Shotgun verballert. Ne, doch nicht. Ich habe noch alle Shells. Gut, gut. Oh Gott, ein großer Wurm. Zero hastig, Kerl. Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen genervt worden, dass er mehr Schaden nimmt. Und hier kommt uns der zusätzliche Movement Speed ein wenig zu Buße. So. Einmal pro Raum macht Holy Protection ein Schutzschild, dass man nicht getroffen wird. Das ist ein bisschen so der Holy Mantle. Und ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Wir haben die Shells nicht verballert. Wir haben halt jetzt einen Großteil des Stroms verbraucht.
Aber es lief gut und das eine Herz holen wir uns gerade wieder zurück. Und einmal pro Raum nicht getroffen werden, das ist eigentlich so das, was jeder haben möchte. Egal ob bei Isaac, bei Enter the Gungeon, bei, was sind noch gute Twin-Stick-Shooter? Hier, Lost Castle. Auch wenn das natürlich mit seinen Räumen da ein bisschen anders fungiert. Aber trotzdem, das sind so Sachen, die möchte ich gerne haben. Die finde ich klasse. So, da gehen wir jetzt mal rein. Da ist wieder so ein... Okay, die Shotgun ist ein bisschen langsam. Nee. Das geht für mich gar nicht. Ja, jetzt wo ich so ein bisschen näher ran kann. Aber unsere Shells sind gleich leer. Weil der Pilz, der hat schon aufgehalten. Oh, da haben wir neue Shells. So. Was bist du denn für eine Waffe? Wieder die Machine Gun. Die schießt ja mit Bullets stattdessen. Dann behalte ich die da erstmal. Ich wollte eigentlich die Kiste öffnen. Ach ja, moin. Warum gibt es hier eigentlich so viele Potions? Was ist jetzt gerade passiert? Warte mal. Potion of Ice. Okay, ich behalte das erstmal für den Boss. Ja, ich glaube, ich lasse die Shotgun erstmal hier liegen. Und gehe erstmal mit unserer Standardwaffe hier weiter. Weil noch gehen die Gegner, sage ich mal. Noch können wir uns damit verteidigen. Und ich würde euch gerne halt nochmal einen Shop zeigen. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann dürft ihr selber entscheiden. Wie gesagt, das Ding gibt's auf Steam. Kostet nicht viel. Und meine persönliche Meinung ist, das ist es wert. Ihr Mistviecher, ihr habt mich jetzt schon genug Leben gekostet. Ob es das letzten Endes wirklich wert ist, das entscheidet natürlich immer der Konsument, also ihr. Ja, mehr Armor Spawn und eine Raygun. Noch ein Potion of Ice. Dann werde ich das lila Potion, glaube ich, benutzen. Also wie gesagt, das müsst ihr immer wissen, ob ihr für so ein Spiel Geld ausgeben wollt. Oh, viel Energy. Vor allen Dingen, wenn es halt wie dieses hier noch nicht fertig ist. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Obwohl, ich möchte eigentlich erstmal... Oh, noch ein Wunschbrunnen, da schmeiße ich auf jeden Fall Geld rein. Ja, ein Jagdmesser, mehr Schaden. Ich finde es auch ein bisschen paradox, dass wir hier als Rentier ein Jagdmesser kriegen. Aber gut, ist halt so, ne? Shop hätte ich trotzdem ganz gern noch gesehen mit euch. Ja, mal gucken, vielleicht spielen wir das Spiel ja jetzt gleich durch. Das wäre natürlich richtig cool. Machine Gun nehme ich mal mit. Dann muss ich nämlich nicht wieder zurücklaufen, wenn ich die jetzt hier positioniere. Oh, ein Opferraum. Ja, ich opfer mal eins unserer Herzen. Oh, so ein Beekeeper-Ad, der hält uns die Bienen vom Hals. Das finde ich schon mal nützlich. Ne, komm, wir haben eine gute Elektrowaffe. Die möchte ich jetzt nicht durch eine schlechte ersetzen. So, Potion of Ice. Jetzt mit der Machine Gun drauf. Ja. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht zu viel davon verballer. Weil so eine Maschinenpistole ist ja prädestiniert, schnell leer zu gehen. Spinne hält viel aus. Die haben wir ja schon mal auf der ersten Ebene getroffen. Da sind wir ja direkt gestorben bei dem Mistvieh. Diesmal sind wir aber ein bisschen stabiler. Und unser Halo funktioniert gerade nicht. Funktioniert ja nur einmal pro Ebene. Wenn ja, ist das doof. Aber wir haben es gerade so geschafft, das zu überstehen. Aber ich fürchte, lange machen wir es nicht mehr. Gut, dann auf zur nächsten Ebene und hoffen, dass da irgendwas Gutes ist. So, wie ihr seht, sind wir jetzt in den Caves. Isaac
ja gleich grüßen. Und jetzt kommen hier die Schnecken schon als Standardgegner. Und da ist ein Shop, den möchte ich zumindest noch sehen. In dem Sinne habe ich hier jetzt erstmal alles über den Haufen geballert. Wir haben Potion of Ammo. Das ist immer gut. Bisschen Munition schadet nicht. So, was haben wir denn hier? Speed Plus? Wissen wir nicht. Und ein Potion of Ice? Dann nehmen wir doch mal, wissen wir nicht. Aha, jetzt kriegen wir im Shop Rabatt. Seht ihr mal. Und so sehen Shops immer aus. Muss ich die Dinger jetzt abschießen in der richtigen Reihenfolge? Okay, nee, ich hab's falsch gemacht. Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Da hätten wir wahrscheinlich was bekommen. Stattdessen haben wir Schaden gekriegt. Potion of Health. Ja, das schlucken wir. Ich gehe bei sowas immer davon aus, dass mich gleich irgendwas angreift. Ihr Mistviecher. Und vor allen Dingen diese kleinen hier, die habe ich ja gefressen, ne? Oh ja, ein Herz. Ja, ich glaube, hier werden wir sterben. Ja, da hat uns eins von hinten erwischt. Gut, Leute, ihr habt einen kleinen Eindruck von Depths of Limbo bekommen. Wie ihr seht, gibt es noch nicht allzu viel. Allerdings wird sich das, wie gesagt, nach und nach ergeben. Das Spiel ist noch nicht so bekannt. Und deswegen möchte ich hiermit meine Schuldigkeit tun. Ich danke den Entwicklern für dieses tolle Spiel und dass sie so kontinuierlich daran weiterarbeiten. Und es gibt einen Koop-Modus. Das ist doch mal was Schönes. Gut, Leute. Daumen hoch da lassen, nettes Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ein Angezockt gibt. Oder ihr vielleicht mehr von Depths of Limbo sehen wollt. Schreibt es mir in die Kommentare. Und teilt auch ein bisschen, damit das Spiel und auch mein Kanal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Gut, Leute. Daumen hoch da lassen, nettes Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Angezockt. Bis dann, euer Wolf.